So, herzlich willkommen zurück. Pokémon Mystery Dungeon in der Schicksalsschlucht. Ich hab's nachgeguckt. Und offenbar heißt der ganze Ort hier Schicksalsschlucht. Ey, das ist ja unfair. Hast du einfach mal Schambolzen hier als... Ja? Ach so, Fluffluff hat Schambolzen. Oder was? Cool. Machst du das mal? Danke. Ja, hätte ich auch drauf kommen können. Schlucht gibt es ja auch einige Male und ja, würde auch von einer steinigen Umgebung her Sinn machen. Der kleine hat Hunger. Hä? Oh! Copycat. Nee. Die Attacke will ich nicht haben. Okay. Mal sehen, wir haben doch hier irgendwo... Ja, Äpfel, das wissen. Du setzt sowieso Teleporter ein. Gut, so lange lebst du nicht. Verdammt. Oh, was ist das? Hey, eine Stolperfalle. Dann nimmst du aber mal wieder dein Powerband hier, das brauche ich. Oh, cool, das ist ein Knilz. Hey, das ist so unfair. Gut, ich würde mal sagen, ich trinke ein Top-Elixier. Ich brauche den Pfund noch. Hey, das ist echt mal scheiße hier. Ach, ich hätte Items werfen können. Erdner! Wow! Du Vollidiot! Könntest du mit Erdner aufhören? Das bringt es einfach nicht. Was für ein Meister hast du dir da nur ausgesucht? Boom. Boom. Einmal kurz ein bisschen heilen, wenn es beliebt. Und nichts wie weiter. Warum habe ich bitte meine AP aufgefüllt? Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Okay, das sieht eigentlich nach einem geilen Ort aus. Ein sehr schöner Ort. Die Hälfte haben wir auf jeden Fall geschafft. Also was mir auffällt, was irgendwie ganz nett ist, ist, dass diese Dungeons hier alle recht kurz sind in den Spezialepisoden. Ich vermute zwar, dass die Spezialepisode, also die letzte Spezialepisode, etwas längere Dungeons beinhaltet, aber gut. Ja, es gibt natürlich eventuell einen Boss, der hier auf uns wartet, einen Endboss. Ihr würdet es sehen können, wenn es einen gibt, weil ich euch ja immer gerne diese Bildchen einfüge. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, ob es hier einen gibt. Speichern. Ja, speichern wir mal, weil ich es kann. Das ist eine dumme Idee zu speichern. Was soll's? Möchtest du gehen? Jo. Also im Falle eines Endbosses habe ich sowieso meine Strategie. Und Tanzer und Kokowai. Und Bluebella. Okay, jetzt packen sie die Pflanzen aus. Was haben wir denn hier? Mal sehen, wie viel Schaden das macht. Boom. Oh, auch 20 Schaden. Nicht schlecht. Lockduft in your face. Oh, Blanas. Boom. Blanas weg. Und ein starrer Lilly. Die Musik wirkt sehr bedrohlich, muss ich mal sagen. Ha. Ach, nicht wieder dieser Dungeon-Aufbau, oder? Ja, gut, Glück gehabt. Nicht so ganz. Was haben wir denn hier Schönes? Ich habe wieder mal nichts zu erzählen, weil ich hier durch einen Dungeon renne, den ich nicht kenne. Und ich euch auch über die Pokémon nicht wirklich was erzählen kann. Yay. Starrer Lilly wird zu Staravia und dann zu Staraptor. Flug-Pokémon der vierten Generation. Bluebella. Zweite Generation. Eine Entwicklungs... eine andere Entwicklungsform von Duflor. Kokowai, erste Generation. Ich höre auf mit dem Scheiß, das bringt jetzt schon, macht jetzt schon keinen Sinn mehr. Blanas. Blanas, muss ich sagen, fand ich eigentlich immer sogar, hey, relativ interessant, weil man hat Samurzel, Blanas und dann Tengulis.
Und das wird... Hey, schon wieder Stolperfallen. Warum gibt es hier so viele Stolperfallen? Hör auf damit. Das ist... Ist das Samenbombe? Weg mit dir. So. Was ist das hier? Blinker-Seed. Was immer es ist, es kann mir scheißegal sein. Ah. Okay. Dann sieht man nichts mehr. Gut, dass ich wusste, wo die Treppe ist, ne? Tanzer, die Vorentwicklung von Forstelka. Forstelka, interessantes Pokémon. Aber eigentlich nur als Werfer wirklich geeignet. Also für Tarnsteine, Stachler, Giftspitzen, Scheiße. Sehr nervige Angriffe. Boom. Hier eine Siegelbeere nehme ich auch noch mit. Die kann ich nicht mitnehmen, weil ich keinen Platz mehr habe. Mein Gott, wie viele... Was ich eiskalt hier mal alles an Sachen dabei habe. Und eine Warpfalle. Die können echt nervig sein. Also so eine Warpfalle kann egal sein, wenn man da einfach irgendwo in einen anderen Bereich teleportiert wird. Aber wenn die Warpfalle in dem Raum ist, wo die Treppe ist, dann ärgert man sich so ein bisschen darüber. Schon wieder ein Blanas. Also hier gibt es erstaunlich viele Pflanzen und Käfer. Gab es schon in dieser gesamten Spezialepisode. Verstehe ich eigentlich gar nicht. Metallklaue. Gut, hier geht's nicht lang. Metallklaue. Eigentlich, das muss ich mal sagen. Metallklaue finde ich eine schwierige Attacke, weil es ist, glaube ich, so die beste physische, na, das stimmt nicht ganz. Aber es ist wirklich... Physische Stahlattacken gibt es verhältnismäßig wenig, finde ich immer. Es gibt allgemein verhältnismäßig wenig Stahlattacken. Und Eisenschädel wäre besser, aber das können nicht sehr viele Pokémon lernen. Fällt mir mal auf. Also es ist schwierig. Ja. Irgendwas könnte uns hier erwarten oder so. Und da ist wieder mal eine Tür. Sprengen wir sie auf. Und überall brennen Fackeln, ja. Ist da ein Trick, um die Tür zu öffnen? Ja, du hast wirklich viel gelernt. Diese Fackeln müssen irgendein Rätsel beinhalten. Und ein weit verbreiteter. Ja. Wenn wir alle Fackeln löschen, öffnet sich die Tür. Bist du dir sicher? Ja, Aquaknarre. Ich bin mir nicht sicher, ob das klug war. Okay, die Tür sollte sich öffnen. Hat nicht funktioniert, wa? Ja. Ein wenig voreilig, Amaldo. Ja, mein Rücken tut weh. Bist du okay? Ja, ja, er ist auf den Rücken gefallen, passt schon. Ihm geht's gut, kein Wunder. Ich meine, so ein Fluffluff ist ein kleiner flauschiger Ball. Wenn du den durch den Raum schmeißt, springt der wahrscheinlich wie ein Flummi durch die Gegend, landet am Ende, lacht und will nochmal. Ich würde sie mir zutrauen. Ja, wir sind irgendwo runtergefallen, ja. Diese Fackeln. Sieht aus, als waren sie nicht dazu da, die Tür zu öffnen. Es war wohl eine Falle. Ach, scheiße. Die Wahrheit ist, wir sind in einer echt beschissenen Position. Und da ist schon wieder so ein komisches Geräusch. Ich kann was hören, ja. Ich überlege gerade, wir haben jetzt Amaldo. Kommt jetzt etwa schon Amaldos Gegenstück, sag ich mal. Er ist unheimlich aufgeregt, ja. Nein, es kommt ein ganzer Haufen Pokémon. Ein Monsterhaus. Yay, Freu! Tun wir es nicht immer. Ja, lass uns so Bestes geben. Tun wir es nicht immer. Ja. Das Dumme ist nur... Es erinnert mich vor allem an die Abschlussprüfung, ne? Aber es sind wesentlich weniger Gegner. Okay, was kann ich benutzen? Was kann ich benutzen? Was kann ich benutzen? Jan Mega ist gefährlich. Jan Mega ist tatsächlich gefährlich. Das hat ja gut funktioniert. So, was ist hier am gefährlichsten? Mal sehen, was haben wir denn überhaupt? Wir haben hier
Charakter. Ein Yanmega ist als Käfer-Pokémon sogar ziemlich gefährlich, finde ich immer. Lepumentas, ja, ist auch nicht gerade zu unterschätzen, aber würde ich jetzt nicht als so gefährlich einstufen. Camerupt oder Camerupt kann zumindest ordentlich reinwimsen. Dann haben wir da vorne ein Kravums, die Weiterentwicklung von Krakelo. Gut, das halte ich jetzt auch nicht für zu gefährlich, sag ich mal. Honweisel hat auf jeden Fall Erzwinger. Nervig. Und leider auch ein recht starkes Pokémon. Und Voluminas oder Volumnias, irgendwie sowas. Mit dem Pokémon konnte ich noch nie sehr viel anfangen. Ich würde mal sagen, ich fange mit Yanmega. Ne, Yanmega ist geblendet. Ich fange mal mit Lepumentas an. Tot. Das ging schnell. Okay, das wird einfach, wenn das so weitergeht. Ja. Ich mache mal mit dir weiter. Okay, du nimmst natürlich nicht ganz so viel Schaden. Sweet Scent. Okay, damit kann ich leben. Ich würde sagen, Amaldo kann Aquaknarre. Ich hoffe, er ist schlau genug, sie einzusetzen. Nein, er setzt Kratzer ein. Okay. Okay, okay, okay. Ich habe ja nichts gesagt. Oh, das Viech hält mehr aus. Tja, und jetzt? Jetzt nahm sich eine Sinelbeere, weil ich Schaden genommen habe. Einfach weil Baum. So. Du kannst wieder sehen und kriegst aufs Maul. Gut, ich glaube, der gefährlichste war jetzt im Endeffekt Camerupt, Camerupt, wie auch immer, welche Aussprache ihr bevorzugt. Puh, das war... Ja, wir haben sie einfach besiegt. Ich sehe ein Licht da drüben. Ja, das sieht nach einem Tunnel aus. Da würde ich mal sagen, nix wie hin. Und was haben wir hier? Hey, cool. Wow, ja. Ist das draußen? Auf jeden Fall sind wir hier irgendwo an einem interessanten Ort mit Säulen. Ich sehe Säulen, ja, habe ich dort gesagt. Und dort ist... Geil! Irgendwelche Ruinen. Eine antike Stadt. Die natürlich von der Zeit dahin gerafft wurde, wie man sieht. Und dort oben sind bestimmt auch wieder Schätze, also los geht's. Wartet. Endlich habe ich dich gefunden, Amaldo. Mein Name ist Nidoking, ich bin Erkunder. Ja, was? Was hast du gesagt? Und, hey, Magnesone, du auch. Hey, hallo alle zusammen. Bist du okay, Fluff, Fluff? Och, dem geht's gut, der hat Spaß. Warum fragst du? Freunde. Was macht ihr alle hier? Hör gut zu, da drüben, das Pokémon neben dir ist ein Bandit. Hm? Ja, na und? Ja, dieses Pokémon wird schon seit einer Weile gesucht. Ja, und Nidoking verfolgt ihn halt. Ist er B-Rank Outlaw? Ah, Pussy Mode! Leg dich mal mit den 5 Sternen an, ja, die schießen dir die Birne weg. Und das ohne Waffe. kein Witz, also wenn man jetzt mal immer von den hier Missions, den Jobs da die Schwierigkeit durchgeht, ganz ehrlich, B ist noch gut zu machen. Wenn man sich allerdings mit so einem, also Stern gibt es ja immer nach S und also die Reihenfolge ist ja E, D, C, B, A, S und dann geht es hoch von 1 Stern bis 9 Sterne. 9 Sterne, weiß ich nur einen Ort, wo es die überhaupt gibt. An diesen Ort würde ich nicht mal gehen, wenn ich besoffen bin. Und aufnehme. Das würde ich sowieso nicht tun. Das halte ich nämlich für eine saudumme Idee. Zurück zum Thema, ja. Vergesst, was ich in der letzten Minute gesagt habe. Es war völliger Schwachsinn. Lass das Kind gehen, Amaldo. Ja, das kann nicht wahr sein. Kind, alles okay. Ja. Ja, es stimmt natürlich, die denken jetzt alle, dass
Amaldo Fluffluff mit sich genommen hätte, als Geisel oder irgendwie sowas ähnliches. Dass Fluffluff dadurch freiwillig mitgekommen ist, konnte keiner wissen. Hey, ja, keiner hört natürlich auf Fluffluff. Oh. Oh oh, nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut! ja, die Erde bebt. Kinnas, in Deckung! Einfach in Deckung! Wartet. So. Hör auf, Kind. Ja, wenn du die beiden hier ausnockst, dann wirst du auch einer von den Bösen sein. Also hör bitte auf. Ja. Ja, so wie Nidoking sagte, ich bin ein Verbrecher. Hör zu, Kleiner. Ja, er ist ein weit gesuchter Verbrecher. So. Und um nicht gefangen zu werden, ist er immer durch die Gegend gerannt und ja, hat sich eine Auszeit im Murky Forest gegönnt. Ah ja, und er war halt auch deswegen das Monster. Also hat das Gerücht verbreitet, damit keiner da hinkommt. Ja, er hätte es ihm früher gesagt, aber er konnte es nicht über sich bringen. Und ich brauche, glaube ich, noch einen Part für diese Mission, weil ich denke doch mal, dass wir da oben noch die Ruine erkunden, oder? Du bist anders. Du... Ja, wir hatten so viel Spaß. Ja, du hattest auf jeden Fall Spaß. Amaldo sah das Ganze immer so ein bisschen ernster. Ja, er hat ihm so viel über das Erkunden beigebracht. Hat dir das Erkunden Spaß gemacht? Dann wäre er ein Erkunder. Für mich. Du hast ein Talent zum Erkunden, also sollst du dein Bestes geben, um ein guter Erkunder zu werden. Ja, es ist Zeit. Ist es das? Ne, 3 Minuten habe ich noch. Gut, 2 Minuten. Geh nicht. Och, Kleiner. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu erkunden. Ich wusste, dass... Bah! Ja, er hatte auch seinen Spaß dabei, ist doch schön. Das erste Mal, dass er es so wirklich genossen hat zu erkunden. Danke. Okay. Also Fluffluff hat wohl auch einen sehr seltsamen Start beim Erkunden gehabt, wie mir scheint. Versuche zu verstehen. Hä? I have to answer? Hä? Ich hätte eher gesagt, ich muss die Sachen, die ich getan habe, bereuen oder sowas ähnliches. Aber answer heißt doch antworten. Ach, egal. Wenn er fertig ist, wird er immer noch... wird er sich immer noch genauso fühlen. Und er wird ein Erkunder werden. Ich weiß nicht, wann das sein wird... Aber wenn dieser Tag kommt, würde ich gerne mit dir wieder auf Erkundung gehen. Entschuldigung, dass ich euch warten ließ. Nimm das. Ah, und das ist jetzt der... ich habe vergessen, wie das Item hieß. Dieser Verteidigungshandschuh oder was. Das letzte, was er ihm gab, war das, was er auf ihrer ersten Erkundung fand. Der Verteidigungshandschuh oder wie auch immer. Ah, ja. Das war die Geschichte von Knuddeluff, wie er anfing, Erkunder zu werden. Seine Kindheit. Und darum ist auch dieser
dieses Item so wichtig für ihn. Was wurde aus Amaldo? Nein. Ihm ist viel passiert. Ja. Wir heben uns diese Geschichten für ein anderes Mal auf. Ich bin müde und wir müssen uns morgen eher wieder anstrengen. Jedes, weißt du, immer wenn ich diesen Handschuh ansehe, denke ich an ihn. Es ist der Anfang, dass ich ein Erkunder wurde. Ach, Grammatik war gerade zum Kotzen bei mir. Natürlich waren da viele andere Verbrecher in dieser Welt. Sie alle wurden gefangen und bestraft, aber wirklich böse Pokémon existieren nicht wirklich. Hä? Existieren nirgendwo wirklich, so könnte man es vielleicht sagen. Ja, soll so viel heißen wie: auch jeder Böse hat doch irgendwo ein gutes Herz. Und wieder die Credits. Soll ich die jetzt wieder durchlaufen lassen oder soll ich die für euch rausschneiden? Ich kann mich vielleicht nicht entscheiden. Ach was, kommt, der Part ist vorbei, also ich lasse die Credits noch durchlaufen. Und tja, beim nächsten Mal, kann ich ja schon mal sagen, dürft euch doch freuen, gibt es dann die dritte Spezialmission, hieß glaube ich das Auweia des Tages oder sowas. Wird auf jeden Fall mit Sonflora sein, glaube ich. Ja, Sonflora hatte glaube ich immer diesen Spruch Auweia hinter jedem Satz. Tja, also ich kann vielleicht gerade mal so sagen, zu den ersten beiden Spezialepisoden, die ich ja jetzt endlich kenne. Wirklich schön gemacht. Wirklich wunderbar. Dass man Hierachi nochmal eingeführt hat, so wie es auch im ersten Mystery Dungeon der Fall war. Eigentlich eine ganz nette Idee. Als Wunsch-Pokémon ja auch nicht unbedingt schlecht, ne? Einmal kurz was trinken. Ja, die zweite Episode jetzt war auch echt schön. Eine schöne Geschichte, auch mal nett was über Knuddelufs Vergangenheit zu erfahren. Ja, was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist, dass es keinen Boss gab. Meiner Meinung nach gehört immer so ein bisschen so ein Endboss dazu. Hatten wir ja mit Hierachi bei Bidiza auf jeden Fall als Endboss, den ich auf eine sehr lame Strategie fertig gemacht habe. ja, was ich jetzt... Also wie gesagt, ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass wir hier keinen Endboss hatten. Hätte doch ruhig einer sein können. Ja, wobei, was für ein Endboss hätte es denn sein sollen, ist natürlich doof. Auch etwas seltsam, dass man diese Ruine jetzt am Ende nicht erkundet hat, aber okay. Ist auch nicht so schlimm. Hat Fluff Fluff bestimmt gemacht, nur wir haben es nicht erlebt. Ja. Irgendwas Wichtiges noch zu sagen? Eigentlich nicht, ne? The Pokémon Company, Shunsoft. Ja. Es scheint, dass das jetzt auch das Ende der Credits ist. Passt ja sehr gut. Tja. Ja, Ende, da steht's. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich wieder das Geld und die Items behalten. Ist auch ganz nett, dass wir nochmal ein bisschen Geld bekommen. Und ja, die Belebersamen habe ich nicht gebraucht. Das ist auch sehr gut, weil ich fürchte, dass ich die noch brauchen werde in den anderen Spezialepisoden. Also dann, ja. Geld und Items wurden übertragen. Wow, 2,5 und die ganzen Items. Einmal speichern, finde ich gut. Ja, dann wollen wir doch mal sehen. Das ist jetzt immer das gleiche Bild im Hintergrund. Okay. Ja, das Oh mein Gott des Tages. Da haben wir noch, hier kommt Team Charm. Und, in der dunklen Zukunft, oder eine dunkle Zukunft, irgendwie so hieß das. Also auf diese beiden bin ich ganz besonders gespannt. Bei der, weil ich keine Ahnung habe, was das sein soll. Ja, wobei, mir kommt gerade eine Idee, was es sein könnte. Und hier, weil ich mir ziemlich sicher bin sogar, was da passiert. Aber das werden wir jetzt noch sehen. Hier ist jetzt die nächste. Keine Ahnung, was da passieren wird. Aber das sehen wir auch jetzt nicht. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt im Part. Und beim nächsten Mal übernehmen wir dann, ja, genau diese Spezialepisode. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.